Ich stehe hier am Rhein in Altrip und hier gegenüber sieht man schon Mannheim, hier sieht man die Leute, die wirklich was für unsere Gesellschaft tun, im Schichtdienst arbeiten. Die arbeiten die ganze Nacht durch und tagsüber und immer mal wieder, dann tagsüber und dann Nachtschicht und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es auch immer schön, morgens zu sehen, wie die Stadt erwacht. Wie die Leute, die nachts schlafen und tagsüber wach sind, dann aufstehen und ihren Büros fahren und der Arbeitstag beginnt. Und man sieht die Leute, die durchgängig am Arbeiten sind. Ob das jetzt Schiffskapitäne sind, hier sind eben auch schon ein paar Schiffe vorbeigefahren. Oder Leute, die in den Fabriken arbeiten, die ständig aktiv sind. Und das sind die Menschen, die wirklich was für unsere Gesellschaft tun. Und damit willkommen zu einem kleinen Vlog aus Altrip. Altrip ist ein wunderschönes kleines Dorf, wobei klein relativ ist. Das Dorf hat mittlerweile 9000 Einwohner und ist eine der bevölkerungsreichsten Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Aber obwohl auch andere Möglichkeiten gegeben sind, wie viele Einkaufsmöglichkeiten und eine große Kirchengemeinde und auch einige Fabriken oder Gewerbebetriebe besser gesagt, hat Altrip bis heute keine Stadtrechte. Vielleicht hat der ein oder andere mein Video Die Rheinauen bei Altrip gesehen, wo ich schon darüber berichtet habe, dass ich viel Zeit meiner Kindheit hier in Altrip verbracht habe, weil mein Opa hier in Altrip Pfarrer war. Ich habe hier am Rhein viele Stunden meiner Kindheit verbracht und es gibt ein schönes Foto, wenn ich es finde, werde ich es hier einblenden, wo man sehen kann, wie ich anscheinend bei einem Rheinhochwasser hier am Rhein, ich glaube, das muss hier in dem Bereich passiert sein, vielleicht auch eher da hinten, wo ich, wie gesagt, im Rhein spiele. Das ist ein wunderschönes Foto, wo ihr auch mal seht, wie ich so als Kind aussah und war. Ich bin auch viel in den protestantischen Kindergarten gegangen und habe mich hier wunderschön eingelebt und betrachte Altrip daher als einer der Hauptwohnorte meines Lebens, denn ich würde fast vermuten, dass ich nach Trier und Kaiserslautern die drittmeiste Zeit meines Lebens hier in Altrip verbracht habe, weil ich oft, gerade als mein Bruder klein war, manchmal mehrere Wochen am Stück hier bei meinen Großeltern in Altrip war. Altrip ist eine Gemeinde, die auf ein altes Römerkastell zurückgeht, das Alter Ripper. Dieses Römerkastell befand sich hier am Rhein. Das sieht man jetzt zwar hier nicht so gut, aber es gibt hier bei Altrip am Rhein eine sehr scharfe Kurve, die selbst bei der Rheinregulierung durch Johann Gottfried Tuller nicht begradigt werden konnte, sodass noch heute sich hier ein scharfer Bogen befindet. Und dieser Bogen wurde von den Römern Alter Ripper genannt. Und demnach auch das Römerkastell, das hier errichtet wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus Alter Ripper dann Altrip. Das Römerkastell der Römer entstand hier aber nicht per Zufall, sondern war der Anfang einer langen Tradition von wichtigen Zollstationen am Rhein bei Altrip. Und um diese Zollstationen soll es heute in dem Video eigentlich gehen, nachdem ich jetzt 3 Minuten lang vorne weggeredet habe. Dass sich Altrip über die Jahrhunderte hinweg immer als Zollstation anbot, liegt daran, weil hier in unmittelbarer Nähe eine bedeutende Flussmündung liegt, nämlich die Mündung des Neckars in den Rhein. Und Rhein und Neckar waren schon seit der Römerzeit bedeutende Verkehrswege. Denn insbesondere in der Antike und im Mittelalter war das Schiff ja das wichtigste Verkehrsmittel überhaupt. Und noch heute dienen Flüsse eigentlich als Hauptverkehrswege und alle anderen Verkehrswege richten sich meistens an Flüssen aus. Deshalb finden sich viele große Städte, wie zum Beispiel Mannheim, Ludwigshafen oder auch Köln, an bedeutenden Flüssen, nicht zuletzt häufig am Rhein. Und nach der Römerzeit im Mittelalter haben sich hier zudem häufig immer mal wieder Landesgrenzen gekreuzt.
So waren Teile des Rheinufers badisch, Teile französisch und Teile kurpfälzisch. Der eine oder andere von euch häufiger meine Videos guckt oder der auch darüber hinaus ein bisschen geschichtliche Ahnung hat, weiß, dass Mannheim und Altre beide historisch Teil der Kurpfalz waren. Aber die Kurpfalz und Baden waren im Hochmittelalter eigentlich ein Flickenteppich. Das heißt, es gab vereinzelt mal Territorien, das waren dann einzelne Städte, die waren badisch, einzelne Städte, die waren pfälzisch. Und später entstanden hier dann auch einzelne Burgen oder Gehöfte der verschiedenen Erzbischöfe und Klöster. Altrib entwickelte sich daher aufgrund seiner Lage auch zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort, wo mehrere Klöster auch ihre Gehöfte befunden haben, wo sie Güter bezogen, um sich entsprechend zu ernähren. Da sich aber in Altrib eine Zollstation befunden hat, versuchten verschiedene Klöster das zu umgehen. So zum Beispiel das Eifelkloster Himmerode, das sich eine Außerwirtschaftszone, den sogenannten Neuhof, errichten ließ, anstelle der im Mittelalter durch die Pest oder so abgegangenen Gemeinde Medenheim. Und so war es möglich, dass das Eifelkloster Himmerode sich, wie gesagt, von der Zoll befreien konnte. Das heißt, dass wenn die ihre Güter hier bei Altrib an den Rhein brachten, mussten sie keinen Zoll bezahlen. Und es gelang ihnen sogar, sich für viele weitere der über 60 Zollstationen, die im 18. und 19. Jahrhundert am Rhein bestanden, zu befreien. So errichtete zum Beispiel das Kloster auch entsprechend solche befreiten Höfe in Bacharach am Rhein, womit man sich dort dann zum Beispiel von der Pfalz Grafenstein lossagen konnte. Übrigens ist die Pfalz Grafenstein ähnlich wie die Zollstation hier in Altrib eine kurpfälzische Zollstation gewesen, wie auch der Name Pfalz Grafenstein schon sagt. Aus dem sogenannten Neuhof, also dem eben erwähnten freien Gehöft des Klosters Himmerode, entstand später die Gemeinde Neuhofen, die es bis heute gibt. Insbesondere im 14. und 15. Jahrhundert versuchten aber natürlich verschiedene Kurfürsten zu verhindern, dass sich solche freien Stationen entwickeln, die sich dann irgendwie vom Zoll befreien konnten. So errichtete Karl Ruprecht IV., der auch Namensgeber und Gründer der Universität Heidelberg ist, eine Burg in der Nähe des Hofes Neuhof und versuchte damit, um an die Zollsteuern dran zu kommen, die entsprechenden Leute zu überfallen. Das war aber gar nicht so gerne gesehen und wurde, ich sag mal, als frevelhaft bezeichnet und dann entsprechend bestraft, indem der Kurfürst dazu verpflichtet wurde, Schadensersatz zu leisten und seine Raubüberfälle zu unterbinden. Weil es immer wieder zu Streitigkeiten gab, wie eben zum Beispiel beschrieben, und immer mehr Zollstationen standen und jeder irgendwie versuchte, jedem Zoll und Steuern abzuzwacken. Und in vielen Kurfürstentümern, Herzogtümern, Königreichen und so weiter, die es in Deutschland, insbesondere in der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts gab, gab es hier am Rhein 1800 Zollstationen. Und dann war klar, man musste endlich mal einen Zollverein schaffen, denn es konnte nicht sein, dass Güter, die quasi quer durch Deutschland transportiert werden, ständig Zoll erhoben haben, da das natürlich auch einen gewissen Werteverlust mit sich brachte. Also wurde Mitte des 19. Jahrhunderts der Deutsche Zollverein gegründet. Und bei diesem Zollverein waren neben der Pfalz und Baden nicht zuletzt auch Bayern beteiligt. Denn aufgrund der wechselhaften Geschichte der Pfalz war die Pfalz mittlerweile sowohl Teil von Baden als auch Teil von Bayern. Und so war es dann plötzlich möglich, dass man bei Altrib entlangfahren konnte mit dem Schiff, ohne Zoll zahlen zu müssen. Und im Prinzip
war der Deutsche Zollverein eine Vorstufe für jede Weiterentwicklung eines deutschen Nationalstaates bzw. eines einheitlichen Staatsgebiets Deutschlands, das keine eigenen Fürstentümer mehr hat, sondern tatsächlich Gliedstaaten, also eben Bundesländer. Ich hoffe, ich habe das alles soweit richtig dargestellt. Wenn es Fehler gibt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber seid bitte freundlich. Bevor ich das Video abschließe, möchte ich noch kurz was zu dem Weg sagen, auf dem wir hier sind. Das hier ist ein alter Dreidelpfad. Früher wurden auf dem Rhein, das habe ich glaube ich in einem Video über den Kanalhafen in Frankenthal auch schon mal erklärt, die Schiffe per Hand oder per Pferd gezogen. Und dann gab es entlang des Flusses sogenannte Dreidelpfade, mit denen die Schiffe gezogen wurden. Denn das Schiffe sich auch bei Flaute selbsttätig bewegen konnten, kam ja erst im 18., 19. Jahrhundert auf, als dann Dampfschiffe auf den Plan kamen. Finde ich immer wieder interessant, so historische Fakten zu lernen, und ich hoffe, euch gefallen meine Faktenvideos auch, und ich hoffe, meine Videos sind gut recherchiert. Ich habe für dieses Video mir auf der Seite von Altrip selber die Informationen geholt. Ich habe ja auch neulich mal ein Video in Kaiserslautern gemacht, wo die Fakten nicht so ganz perfekt waren, aber da ließen sich halt kaum gute Fakten finden, und deshalb freue ich mich immer, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, wenn irgendwo Fehler sind, dann versuche ich das zu verbessern. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall, wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Hier werde ich jetzt noch gleich zumindest mal das Video verlinken, wo ich letztes Jahr in Altripper Rheinauen unterwegs war. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich wiederhole mich schon wieder. Deshalb sage ich am besten gleich tschüss. Oh, das ist ja, jetzt ist schon hell. Oh.